Verdammt nochmal, ja. Geschafft. Wenn ihr von außerhalb seid, solltet ihr unbedingt mal Diamond City besuchen. Hier ist es sicher und ihr findet eine Menge erstklassiger Etablissements wie dieses hier. Commonwealth Weaponry. Die Welt da draußen ist gefährlich. Schützt euch und eure Familie. Jetzt kommt eine der unbestritten besten Stimmen aller Zeiten. Nat King Cole mit Orange Colored Sky. Cool.
Durchladen! Geschafft.
Zeit ist die empfohlene Maximallast für Bodeneinheiten, Soldat.
Hey. Schieß los. Hier drüben. Bestätige. Hey. Brauchst du was? Sehen wir uns mal an, was du so hast. Hey. Was willst du? Warte da. Verstanden. Halte Position.
das wär's. Hey! Warte auf deinen Befehl. Geh dorthin. Verstanden. Komm her. Ich kümmere mich drum. Thank you.
Ich würde das einfach liegen lassen. Die Frage... Hey! Du zeigst wohin, ich schieße. Hier die neueste Meldung aus dem Commonwealth. Meldungen zufolge ist ein Camden. Kein Problem. Man weiß kaum was Genaueres. Paladin. Wenn du jetzt Zeit hast, wüsste ich immer noch gern, was du von Gelehrter Halen hältst. Obwohl es keinen offiziellen Zusammenhang gibt, wurde festgestellt, dass deine... Gelehrter Halen? Warum? Stimmt mit dir etwas nicht? Nein, überhaupt nicht. Halen geht es gut. Ich wollte nur mit dir über sie reden und vorher wissen, was du von ihr hältst. Sie ist wirklich äußerst engagiert. Eine echte Teamplayerin. Nichts lieber als das. Aber ich war nicht auf eine Bewertung ihrer Arbeit als Gelehrter aus. Ich wollte wissen, was du von Halen hältst, als Mensch. Das ist so untypisch für dich, Dance. Willst du mir nicht sagen, was los ist? Ich rede wohl um den heißen Brei herum, weil ich solche Gespräche normalerweise unangenehm finde. Ich versuche, direkt zum Punkt zu kommen. Die Wahrheit ist, ich bin um sie besorgt. Da wir beide so gut miteinander auskommen, dachte ich, ich kann mich dir anvertrauen, um eine ehrliche Meinung zu hören. Sie scheint gut auf sich aufpassen zu können. Warum machst du dir Sorgen? Halen ist eine vorbildliche Gelehrte. Das hat nichts mit ihren Fähigkeiten im Einsatz zu tun. Kurz bevor du uns gefunden hattest, wurde einer meiner Männer mehrfach von Raidern angeschossen. Halen blieb 2 Tage lang ohne zu schlafen an der Seite des Ritters und kämpfte um sein Leben. Was ging mit ihm langsam bergab? Ich fand, dass sein Leiden enden musste und befahl Halen, ihm eine Überdosis Schmerzmittel zu verabreichen, um ihn in Würde sterben zu lassen. Obwohl ich sicher bin, dass sie weiter um das Leben des Ritters kämpfen wollte, gab sie ihm ohne zu fragen die Spritze. Willst du etwa wissen, ob ich das Ganze gutheiße? Natürlich nicht. Ich stehe zu jedem Befehl, den ich je gegeben habe. Der Soldat war schwer verwundet. Selbst wenn er durch ein Wunder überlebt hätte, wäre er ein Leben lang gelähmt geblieben. Aber um die Entscheidung, diesem Soldaten das Leid zu nehmen, geht es ja nicht. Es geht darum, was später an diesem Abend passiert ist. Halen kam zu mir, während ich Wache hatte. Sie sagte nichts, aber ich konnte sehen, dass was nicht stimmte. Nach einer gefühlten Ewigkeit brach sie weinend in meinen Arm zusammen. Ich wusste nicht, was ich tun sollte, also hielt ich sie eine Weile. Ein paar Minuten später hörte sie auf, küsste mich auf die Wange und sagte nur "Danke", bevor sie ins Polizeirevier zurückging. Da wurde es mir klar. Vielleicht hatte ich es übertrieben. Ich hatte ihr befohlen, ihren Instinkt zu ignorieren. Etwas zu tun, das ihrer Ausbildung nach falsch war. Daher mache ich mir Sorgen um sie. Und auch um alle anderen unter meinem Befehl. Komm schon, Dance. Worüber machst du dir wirklich Sorgen? Ich weiß nicht. Also, 4 Soldaten, mehr als die Hälfte meines Teams, sind tot. Jeder starb aufgrund meiner Entscheidungen. Ich kenne die Risiken, die diese Arbeit birgt. Das tun wir alle. Aber wie kann mir irgendjemand überhaupt noch vertrauen? Verdammt, wie kann ich mir überhaupt selbst vertrauen? Würdest du dich besser fühlen, wenn ich sage, dass ich an dich glaube? Das würde es. Sieht aus, als hätten sich die Dinge geändert. Ich habe mich als dein Fürsprecher gemeldet, um dir alles beizubringen, was ich weiß. Aber heute war ich es wohl, der eine Lektion gebraucht hat. Aber Spaß beiseite, es freut mich, dass wir dieses Gespräch hatten und trotz all deiner Probleme hast du dir die Zeit zum Zuhören genommen. Es ist beruhigend zu wissen, dass ich mit dir nicht nur als dein befehlshabender Offizier reden kann. Wie gut, dass du dich jetzt besser fühlst, Dance. Mehr als du denkst. Aber danke, dass ich mir das von der Seele reden durfte. Das hat wohl stärker auf mir gelastet, als ich dachte. Mir tut nur leid, dass du meine schlechteste Seite erlebt hast und nicht meine beste. Aufgepasst. In Ordnung. Entschuldigung, Paladin Dance? Hast du mir was zu sagen? Was meinst du? Denk dran, wir repräsentieren hier die Bruderschaft. Machen wir sie stolz. Ich wollte nur mal fragen, wie es deiner Meinung nach zwischen uns läuft. Du hast dir meinen Respekt verdient, Soldat. Hoffentlich bedeutet dir das was.
Aufgepasst. Wo soll's hingehen? Dorthin! Verstehe. Da! Kein Problem. Hoffentlich hat euch die Nummer gefallen. Boah. Position halten. Verstanden. Halte Position. Als letztes wurden sie dabei gesehen, wie sie Fort Strong gesäubert haben. Hey! Bereit! Komm schon! Ich kümmere mich drum. Ich bin nicht sicher, ob sie vorhaben, das Fort zu übernehmen oder einfach nur die Nachbarn beseitigen wollten. Was auch immer ihre Motivation war, wir sind uns wohl alle einig, dass ein paar Supermutanten weniger in der Gegend nie schaden kann. Mal hört, wie für Roy Brown ein Mighty, Mighty Man aussieht. Fühlt sich an, als könnte man es mit der ganzen Welt aufnehmen, was? Aufgepasst. In Ordnung. Und los. Verstanden.